Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Craft-Update für euch und zwar zeige ich euch einige meiner bisher gebastelten Alben. Ich muss dazu sagen, dass ich ganz viele auch schon verschenkt habe und euch jetzt leider nicht mehr zeigen kann, aber ja, die, was ich noch bei mir habe, kann ich euch zeigen. Kurzen Moment. Das war sogar mein allererstes Album, ein kleines. Aus Actionpapier. Das hat hier so Bändchen zum Schließen. Da habe ich einfach so Löcher reingemacht und die durchgefädelt. Dann schauen wir mal rein. Man sieht auch, hier ist das Papier ein bisschen gerissen. Wie gesagt, ist das erste Album und noch nicht so perfekt, aber kein Meister fällt vom Himmel. So, machen wir es so. Ich hoffe, ihr seht das alle. Und zwar kann man hier was reinstecken und da ist ein Fach. Seht ihr das? Genau. Und das zieht sich durch den ganzen Block. Also immer auf der Seite kann man hier was reinstecken und da hat man wieder seine kleine Tasche. Das ist wie gesagt alles Papier aus einem Block. Zeige ich das jetzt mal. Da habe ich die Herzen leider verkehrt reingeklebt, ist mir erst dann aufgefallen. Aber ja. Ich finde, für mein erstes Album ist es wirklich gut gelungen. Es ist sauber geklebt. Genau. So. Das war das hier. Dann will ich euch das hier noch zeigen. Und zwar, das war dann mein zweites Album, was ich gebastelt habe und gleichzeitig bis heute eigentlich eines meiner liebsten, einfach weil mir irgendwie die Farben so gut gefallen. Das ist aus so einem Basic Block und schaut mal, bei den Ecken habe ich mit dem Papier Schwierigkeiten gehabt. Ich weiß nicht, mehr ist eingerissen oder zu wenig, also ich habe das dann so nach hinten geschlagen und dann hat hier der Karton durchgeblitzt. Da habe ich mir gedacht, super, was mache ich jetzt? Dann habe ich so starkes schwarzes Klebeband, Gafferklebeband sagen wir hier, keine Ahnung, ob das in Deutschland auch so heißt, genommen und habe das auf alle Ecken geklebt und ich finde, das schaut so super aus, dass ich das sogar später dann absichtlich noch bei einigen Alben so gemacht habe. Ist ein Schutz und gleichzeitig schaut es echt cool aus. Ein bisschen wie so ein Ledereinband, finde ich. Genau, und hier habe ich noch so ein bisschen schwarzes Cardstock, also Papier aufgeklebt. Da könnte man dann schreiben, Urlaub 2020, Greta oder was weiß ich. So. Genau. Und hier habe ich auch zum ersten Mal dann also ist ja das zweite Album, aber beim ersten Album, bei dem kleinen, habe ich eine andere Bindung genommen als hier. Und die finde ich so super, dass ich bei der hängen geblieben bin und ich mache Alben nur noch mit der Bindung, muss ich sagen. Genau, da hat man hier eine Tasche, da habe ich jetzt einmal nur so einen Tag reingegeben. Und da sogar zum Aufklappen, kann man da ein Foto reingeben und hier überall, da vorne auch. Also durch diese Klappen hat man dann wirklich zusätzlich noch mega viel Platz. Hier hat der Kleber ein bisschen Wellen geschlagen, aber halb so schlimm. Dann habe ich hier so einen Streifen angebracht, wo man auch Tags reinstecken kann. Mit so Sprüche zum Beispiel. Dann geht hier die Klappe nach oben auf. Hier wieder so ein Täschchen. Hier die Klappe wieder nach da. Dann habe ich hier dieses Feld unten für die Tags zum Reinstecken. So eine Klappe. Und das ist dann schon der Schluss vom Album. Also das finde ich echt mega gut gelungen und ja, möchte ich auf jeden Fall behalten, weil fürs zweite Album wirklich
top und dass ich es allein schon als Vorlage bei mir habe, dass ich so in der Art vielleicht mit anderem Papier das noch öfter basteln kann für andere. So, dann kommt eines, da hatte ich richtig Lust auf kitschig und ja, weiß ich nicht, sagt man Mixed Media, sämtliche Sachen reinkleben, Deko. Also in dem Album ist fast kein Platz für tatsächlich ein Foto noch zum Reingeben, eher nur so kleine, weil so viel dekoriert ist. Aber es hat einfach Spaß gemacht beim Basteln und ja, mir gefällt's. Ich zeig's euch, Moment. Achtung, Kitschalarm. Da-da-da! Ich find's so cool. Wirklich. Da habe ich hier so ein Wolkenwaschi und ihr seht, da habe ich selber so eine Rosette gemacht. Dann von Diecast-Blöcken Blümchen, Glitzersteine. Hier ist so ein, seht ihr das, Schüttelfenster mit einem Einhorn drinnen. Da habe ich auch so Pailletten geklebt und Glitzersteine. Diese selbstklebende Spitzenporte. Traumhaft. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ich würde auch gerne ein Halloween-Album machen, aber Halloween-Bastelsachen habe ich ungelogen nicht ein einziges Stück. Ich habe jetzt nur in dem Überpaket von der Steffi habe ich so Strohhalme drinnen gehabt. Ich glaube es. Ah, und so Sticker waren dabei. Aber ja, da muss ich echt warten, bis in den Geschäften was reinkommt, dass ich mich da ähnlich ausstatte, weil. Oh. Deko und so für zu Hause habe ich genug, weil ich Halloween schon immer geliebt habe, aber vom Basteln hier habe ich leider gar nichts. So, und dann schaut's einmal bitte. Ah, da sieht man von diesen 3D-Diecast-Blöcken, da habe ich das so ein bisschen 3D-mäßig draufgeklebt. Und hier hat man immer so eine Tasche, wo man was reingeben kann. Schau gerade, ja, im ganzen Album. Also jede Seite hat seine Tasche. Zum Aufklappen habe ich hier nichts gemacht. Dafür habe ich mich umso mehr beim Dekorieren ausgetobt. Ihr seht schon, Schmetterling ausgestanzt. Da habe ich so eine geigelte Blume und einen Stein reingeklebt. Viel aus den Diecast-Blöcken, die mag ich echt gerne. Nächstes Mal muss ich nur diese vom Raustrennen, das gefällt mir nicht. Das sind überall so kleine Nupsis noch und das schaut dann nicht schön aus. Die muss ich wegschneiden dann beim nächsten Mal. Die habe ich auch wieder selbst gemacht, die Rosette. Ist ein bisschen zeitaufwendig und nervig, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir auf AliExpress eine Stanze bestellt für die Stanzmaschine, für die Big Shot, wo ich das komplett vorgefalzt habe. Das heißt, ich kurbel das durch, falze es nur noch, klebe es zusammen und dann habe ich eine fertige Rosette. Finde ich echt super. Und kann ich dann auch ein bisschen vorproduzieren. Sowas mache ich ganz gerne, wenn ich nicht weiß, was ich basteln soll. Dann setze ich mich einfach hin und denke mir einfach, ah, siehst, was du ein bisschen Restpapier hast und mache ich, ja, wie ich Lust habe, 20, von mir aus 50 so Rosetten. Und die kann man dann aufbewahren und dann hat man immer schnell was zur Hand, wenn man was dekorieren möchte. Genau. Also seht ihr, es geht sich schon immer ein Foto, also ich habe schon geschaut, aber es ist doch sehr viel und aufwendig verziert. Aber ich finde es mega süß. Oh je, Washi-Tape muss man immer zusätzlich noch mit Kleber, weil sonst löst sich das, wie man hier sieht. Genau, das ist die letzte Seite. Und hinten habe ich es auch noch ein bisschen dekoriert. Da habe ich diese Blume dreimal ausgestanzt aus verschiedenem Papier. Und auch wieder mit der Borte und Washi-Tape. Das ist auch eine Stanze gearbeitet. Der Buchrücken schaut so aus. Genau. Und das war dieses Album. So, eines habe ich noch hier, was ich euch zeigen kann. Und zwar, das ist noch nicht ganz fertig, aber das ist für meine Tante zum 60. Geburtstag. Und ich wollte es euch zeigen, bevor ich die Fotos von uns reinklebe. Also das schenke ich her, schon komplett fertig mit Fotos von uns, von der Familie, eben für die Tante.
Und ja, ich weiß nicht. Ich möchte nicht, dass meine Familie da im Internet dann ist und ja. Selber weiß ich auch noch nicht, ob ich mich überhaupt zeigen mag. Und deswegen, bevor die Fotos drinnen sind, das rohe Album sozusagen. Aber das Cover ist natürlich fertig. Da habe ich einmal die 60 ausgestanzt. Happy Birthday mit so Sternchen und unten habe ich ganz passende Blumen gefunden. Der Buchrücken und die Rückseite ist ganz neutral gelassen. Zugemacht wird es wieder mit so einem Bändchen, wie alle meine Alben derzeit. Also bis jetzt, ich habe mir jetzt Magnete bestellt und habe sie auch schon da, aber die sind ein bisschen sehr klein, weiß ich nicht, ob das mit die geht. Und so Klettverschlüsse, also ich muss da erst schauen, ob ich noch andere Verschlüsse auch ausprobieren möchte. Aber das mit die Bänder, muss ich sagen, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dann schau mal rein. Ich klebe nicht auf jeder Seite ein Foto darum. Auf manchen Seiten seht ihr schon ein bisschen Deko oder manche Seiten sind sogar schon fertig, so wie die erste. Ich mache manche eben so ein bisschen dekoriert mit so einfachen Bildern, was ich ausgedruckt habe aus dem Internet. Und auf manche klebe ich dann ein Foto drauf. Also hier habe ich so ein Doily vom Teddy einfach hingeklebt. Da gebe ich immer nur in der Mitte Kleber hin. Das ist ganz schön, wenn das da so locker ist. Und habe hier diesen goldenen 60 Ballon und da habe ich unten noch so Schnüre hingemalt. Genau. Und wie ihr seht, ich habe außen, also Gold-Schwarz zieht sich durchs ganze Album, finde ich, schaut sehr edel aus. Und außen ist eben ganz neutral. Und innen habe ich dann auch von einem Action-Block, den kennt ihr vielleicht, ich glaube Floral heißt der, habe ich dann das Papier genommen. Ich finde immer, wenn man von einem Block verschiedene Papiere nimmt, dann passen die einfach immer perfekt zusammen. Da kann man nichts falsch machen, weil oft bin ich mir unsicher, okay, passt das Papier jetzt zum anderen? Also untereinander Blöcke mischen tue ich eher ungern. Lieber nehme ich einen Block her und aus dem mache ich dann was. Nur so als Tipp, falls ihr da auch eure Schwierigkeiten habt. Genau, das ist dann das da. Dann die ist auch schon fertig. Da habe ich eben auch ausgedruckt. Happy Birthday, da unten so eine Klebeborte, ein paar Steinchen und hier habe ich so einen Goldrand mit so einer kleinen, die habe ich mir auch mal bestellt von Ali, Moment, von wo sonst, diese Kindermotivscheren, aber die finde ich echt spitze, da schneide ich sehr gerne so Ränder. Geht einfach schneller als wieder die Big Shot herzunehmen und irgendeine eine Stanze durchzukurbeln. Also muss ich sagen, greife ich wirklich oft zu diesen Scheren. Dann auf der Seite habe ich einstweilen nur diese schönen schwarzen Glitzersteine, die waren auch in der Post von der lieben Steffi drinnen, hingeklebt. Weiß ich nicht, da kommt auf jeden Fall ein Foto hin und dann dekoriere ich sicher noch irgendwas dazu. Das habe ich mal ganz freigelassen. Ich tue mir immer leichter, wenn ich das Foto dann einklebe und dann überlege ich mir erst, wie ich die Seite gestalte. Da habe ich ein bisschen was schon hingegeben. Da habe ich so eine Muffinform ist das, eine goldene. Die habe ich so eingeschnitten, rundum und um. Und dann kann man so flach hinlegen und dann in der Mitte mit Kleber rauf. Auch cool für Card Candies. Das habe ich von der Hedwig Gedönsrath, genau, die hat das einmal auf Card Candies so gemacht. Das fand ich eine gute Idee. Ein Blümchen hingeklebt. Hier auch Blümchen. Diese Blätter habe ich mir auch von Ali bestellt. Ich finde, das schaut immer sehr schön aus, wenn man unter diese Blüten dann noch Blätter gibt. Ja, solche Seiten sind so bunt. Ich finde, da muss man dann oft gar nicht mehr so viel dekorieren. Da gebe ich vielleicht nur ein neutrales Papier rauf und da das Foto, das Papier vielleicht auch ein bisschen gewählt ausschneiden. Irgendwo vielleicht noch ein Blümchen oder ein paar Glitzersteine, aber mehr mache ich auf der Seite dann nicht. Also ich paste gerne kitschig und auffällig, aber es muss passen und vor allem muss es auch der Person, die beschenkt wird, gefallen. Und die Tante ist da eher ein bisschen legerer unterwegs, sage ich mal. Also Einhörner oder was gefallen ja nicht unbedingt. Genau, dann diese Seite ist auch noch ganz frei.
genauso wie die. Hier habe ich ein bisschen selbstgebende Borte so reingeklebt, schon für ein Foto vorbereitet. Die Seite ist an und für sich ganz fertig, da habe ich mich auch ein bisschen gespielt. Da habe ich so kleine Wimpelfähnchen gehabt, ausgedruckt. Die habe ich einzeln ausgeschnitten und dann Baker's Twine hingeklebt und die einzelnen so rauf, sodass ich wirklich so eine Wimpelkette hier habe. Und da habe ich so einen kleinen goldenen Doily hingeklebt, eben wieder das Gold, einen süßen Spruch aus dem Internet, ein paar Glitzersteine und fertig war diese Seite. Noch undekoriert diese Seite, da kommt wieder ein Foto hin mit irgendwas. Und hier habe ich auch schon begonnen, bin ich noch nicht ganz zufrieden. Da kommt sicher noch irgendwo etwas dazu, vielleicht auch ein Blümchen, könnte ich mir gut vorstellen. Das finde ich auch sehr cool, das ist so, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber ihr seht es ja. Und auch so einen goldenen 60er Luftballon und unten sogar mit richtig Baker's Twine die Schnüre vom Luftballon gemacht. So. Die letzte Seite auch noch undekoriert und das wäre dann das Album, genau. So. Ja, wie gesagt, ich habe schon, ich glaube, na weiß ich nicht, 2 oder 3 hätte ich noch gebastelt, aber die habe ich schon verschenkt. Egal, in Zukunft werde ich euch immer alle Alben gleich zeigen, da hatte ich ja noch keinen YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch gefallen meine Alben und vielleicht nehme ich euch auch mal mit beim Basteln, muss ich noch schauen, wie ich das am besten dann mache, aber wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben oder sonst freue ich mich auch über jedes Kommentar, natürlich über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo würde mich auch sehr freuen, dann sage ich, habt noch alle einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!